So, hallo Frau Janetzkowska, ja? Hey, Was geht ab? wir sind wieder auf Sendung. Ja. Also momentan haben wir gerade ein tolles Hafenmanöver hinter uns, haben abgelegt, ohne zu döngeln. Also weder andere Boote noch die Fähre und Ja, sonst was. du am Steuer? Ja, mit deinem Coach Ja. hast mir einiges ins Ohr geflüstert. Das war sehr gut, dadurch hat es geklappt. Und jetzt verlassen wir den Hafen Sassnitz, der ja wirklich riesig groß ist. Man kann sich ja vielleicht nochmal umgucken. Wir Ja. sind nämlich hier vor 3 Tagen, glaube ich, ist es schon gewesen, am Dienstag, heute ist Ja, Freitag, ja, hier mit Segeln rein, hatten vor der Hafeneinfahrt eine Kuhwende gemacht, um richtig reinfahren zu können mit Segeln, und haben dann hier im Hafen die Segel runtergenommen. Ich glaube, das war da vorne auf der Höhe. ja. Und das war ziemlich, puh, also herzklopfmäßig, Ja. ziemlich große Anspannung, aber wir haben das super gemeistert, würde ich sagen. Und haben dann hier 2 Tage abgewettert. Teilweise Windstärken bis 8, angesagt waren sogar teilweise 9, aber ich glaube, die hat man nicht erreicht. Also bis zu 8 pro Vor. Das ist schon ganz ordentlich. Wir haben es auch gemerkt, das Boot hat sich ordentlich bewegt. Ne, wir sind richtig hin und her geruckelt, auch in der Nacht. Es war sehr unruhig. Habe ich so noch nicht, ich noch nicht erlebt. Ja, und jetzt bewegen wir uns weiter in Richtung Lauterbach. Wir Okay. gucken erstmal, ob wir mit Motor müssen oder ob wir vielleicht auch mal ein Segel setzen können, weil heute kommt zwar Wind 3 bis 4 vielleicht, aber leider aus der Richtung, wo wir hin wollen. Das ist ja immer nicht so schön. Okay. Gut, das war's. Ahoi Brause an alle. Tschüss, auch von mir. Geht immer noch. Das war's. Jetzt seine 1000 Meter abgelaufen. Ja, es ist wie viel Uhr? 13:40 Uhr oder sowas, ja. Wir sind immer noch an der Küste von Rügen bei Binz und wir sehen hier einen Mann, einen Menschen, der also nun immer zwischen Bug und Vorschiff Heck. hin und her läuft. Das macht er Ja. jetzt schon zum 7. Mal. Wir glauben, Der dass hat einen er einfach Schrittzähler am Bein. am Bein oder am Kopf. Jetzt überlassen wir ihn mal seinem weiteren Wirken. Gucken mal, was Pille Pilinski, Sibylle Janetzkowska, Wohl ja zu anfangen. sagen hat. Nun ja, es hat sich jetzt noch nicht wirklich viel getan. Wir haben immer noch kein Segel oben, der Motor läuft. Und es wird sich wahrscheinlich auch nicht wesentlich ändern. Wenn wir da vorne um die Ecke kommen, könnte es sein, dass uns der Wind wohl gesonnen ist und wir vielleicht doch ein Segel setzen. Okay, Mal gucken. ja, soweit ein kleiner Zwischenbericht Ja. und bis später. Bis später.